ist im Bild, ich wollte die Anmoderation machen. Ah, oh, okay. Dann geh ich jetzt wieder. Meine Damen und Herren, willkommen zu einem neuen Video. Wir sind wieder fleißig dabei in Sachen Amarok. Vielen Dank für euren ganzen Support, dass ihr das ganze Projekt so feiert. Und ihr seht es am Titel, heute geht es um ein ganz wichtiges Produkt. Würde ich fast sagen, das teuerste Produkt in diesem ganzen Amarok. Ich habe ja immer noch das Problem mit einer Aufbaukonsole für das letztendliche Bedienteil. Und das Ding ist heute angekommen. Ich habe die absolute Euphorie. Ich bin so gespannt, ob das passt, ob es nicht passt, ob es geil ist oder nicht geil ist. Und ich würde sagen, rein, Paket auspacken. Mein Gott, ey, ist das herrlich. Komm, pack auf das Ding. Ich muss es sehen, ich muss es haben, ich muss es spüren, ich muss es sehen, anfassen, alles. Ich werde nervös. Okay, Leute, das ist also diese Aufbaukonsole. Ihr habt so in meinen Videos verfolgt. Es wird ein Innomatic-Bedienteil werden, so wie auch im Bus verwendet wurde. Und dafür brauchen wir halt einen zusätzlichen Dienstschacht. Und das ist halt diese ultimativ teure Konsole, die fast 400 Euro gekostet hat. Es ist ultimativ wahnsinnig, so viel Geld dafür auszugeben. Aber Carmine macht halt ultimativ passgenaue Produkte. Und da habe ich mir gedacht, ich will es ja immer perfekt haben. Und jetzt ist sie da. Dominik! Nein. Das ist sie. Sie ist anwesend. Sie sieht aus wie ein Feuerwehrhelm. Ja, die Schildkröte. Da kommt jetzt gleich Schildkröte, die Beinchen und dann haut die ab. Okay, komm, lass uns die mal einsetzen. Wie wird das Ding gemacht? Also wir haben jetzt gar keinen Plan dabei bei diesem Ding. Einen wirklichen Plan dafür gibt es jetzt nicht. Schau mal, wie sieht die aus? Ach genau, das sind diese beiden Schrauben von dem Ding. Oh. Muss er da wieder so komisch hintergreifen. Das Ding rausziehen. Nicht kaputt machen. Ja, wackeln ein bisschen dabei. Dann hast du sie. Im Arsch. Das war's, genau. Da sind diese beiden Schrauben. Die müssen raus. Lang genug sind die Schrauben auch. Das heißt, wir brauchen gar keine Ersatzschrauben dafür. Alter, bin ich gespannt, wie das knallt jetzt. Wo knallt das? Die muss ja irgendwie so komisch einführen jetzt, ne? So. Ja, keine Ahnung. Ich gehe mal davon aus, dass du die jetzt hier packst. Die irgendwie so hinterschiebst. Und die ganze Armaturenbrett versaust. Und dann musst du die irgendwie... Ah, okay. Das war's. Ich meine, du siehst zwar nichts mehr durch die Windschutzscheibe, aber du hast eine Konsole. Ja, die sieht irgendwie komisch aus, oder? Okay, Leute, man muss dazu sagen, Karma ist bekannt geworden durch Scheibenverblenden und irgendwelche ominösen Spoiler, die an Tuning-Fahrzeugen verwendet wurden. Und dann hat man halt gesehen, die können, die beherrschen das Produkt, was die verkaufen. Und somit hat sich VW gedacht, geil, die können uns auch die Sonderkonsolen anfertigen und Sonderbauten für Sonderfahrzeuge. Und genau dieses Ding ist jetzt halt so ein Sonderfahrzeugteil. Carmine-Qualität, ihr habt es jetzt wahrscheinlich schon in die Kommentare geschrieben, 400 Euro für eine Konsole ist schon eine Hardcore-Summe. Aber ihr seht, es ist 100% passgenau. Das Ding liegt perfekt. Das Material ist halt ein Original VW Plastik zertifiziert, keine Ahnung, aber... Weiß ich nicht. Guck mal, wie hoch du hier reinkommst. Das ist jetzt noch nicht so... Also ich will immer gerne was Flaches haben, wo ich sag so, okay, das Bedienteil... Ich guck mal, ob ich ein Bedienteil habe. Dann stecken wir das mal rein und gucken, dann können wir das besser zeigen, weil das Originalbedienteil ist noch nicht da. Genau, das ist jetzt so ein klassisches Bedienteil BE600 von Hensch. Wird ganz oft in Einsatzfahrzeugen verwendet und das würde theoretisch hier sitzen. Ist jetzt also ein DIN-Ding. Es sieht gut aus. Aber guck mal, wie hoch dieses Bedienteil ist grundsätzlich. Das heißt, man hätte diese Konsole auf dieser Höhe machen können. Diese Höhe, also das ist viel zu hoch. Ich könnte jetzt theoretisch, wenn ich das Ding rausziehe, könnte ich da oben noch eine Konsole reinlegen und noch eine zweite Konsole hier. Dann bauen wir einfach ein Doppeldin-Radio rein. Ja, das ist ja schon fast die Größe. Überleg doch mal, guck mal, wenn du das jetzt hochrechnest, Doppeldin wäre hier, dann hast du schon fast die Höhe. Aber warum ist das Ding so hoch? So, bombengeil. Ne, muss jetzt nur noch festschrauben, knallt, die Spaltmaße passen auch, das sieht super edel aus, passt 100% in dieses Auto, aber, also weiß ich, da muss ich ja rüber gucken, damit ich was sehe, weil mir ist genau das Ding, ist mir zu hoch hier. Ohne Scheiß, guck mal, das sieht jetzt aus wie, wenn du jetzt hier noch so einen roten Ding ins Knight Rider. Rote Folie reinmachst, dann würdest du sagen, das ist irgendwie eine Star Wars Figur. Ja, oder Knight Rider, muss aber nur nach vorne raus. Ja, das ist ja Schwachsinn. Setz das nochmal ein, das Ding. Ja, wenn ich jetzt hier, gebe mir mal die Kamera von der Fahrerposition. Ja, ihr seht es jetzt gerade schön, ich würde jetzt ganz normal fahren und habe jetzt halt diesen riesen Block hier drauf. Wenn man bedenkt, dass man das Ding hier hinter hätte schon tiefer machen können, dann wäre quasi fast ein DIN weg. Also einmal, ich weiß nicht, wie viel DIN jetzt hat, was sind das, 7 cm oder so? Die sind ja locker nochmal on top hier drauf, das ist ja, weiß ich nicht. Ist geil, definitiv, mit der Anordnung hier, mit dem Auflegen, das sieht alles super edel aus, das passt auch alles 100%, aber... Wenn ich hier drin sitze,
müsste ich mich nach vorne bücken, damit ich über die Motorhaube gucken kann. Das finde ich nicht so cool. So eine Konsole gibt es ja auch für den T5, für den T6. Den gibt es sogar auch beim Amarok in Facelift. Aber auch bei diesem Facelift-Modell ist das Ding halt ultra flach. Ich muss mal gucken, ob ich eine... Habe ich noch eine Originalkonsole hier liegen? Ja, hast du. Habe ich noch? Mhm. Sollen wir die mal als Vergleich nehmen, damit die Leute auch wissen, wo die Reise hingeht hier? Wissen, wo die Reise hingeht? Also ich habe eine schöne Konsole. Ich habe eine schöne Konsole! Die Leute, wenn die jetzt das von Karma sehen, die denken sich auch, die haben so einen am Sender. Ja, du. Die beiden. Ich? Du? Du? Ja, nee, genau. Also komm, ich würde sagen, nochmal rausziehen. Wir stecken jetzt mal die originale Konsole direkt daneben. Wobei, vielleicht passt. Nee, die passt da nicht. Das wird wahrscheinlich breiter sein. Aber wir klipsen die jetzt einfach erstmal wieder raus, schieben die einfach nach hinten. Nee, die muss, wenn die einmal verbaut ist im Fahrzeug, ist sie verbaut. Oh, Scheibe gerissen. Schon hoch. Sieht wirklich aus wie ein Helm, wie eine Schildkröte. Beine gehen da drunter und dann die Armatur so. Genau. 400 Euro weg. Weggelaufen. Schau mal die andere, warte mal. Mach das. Hab's. So, für die Leute, die jetzt wieder fragen und in die Kommentare reinschauen, da steht es drin, was das für Bauteile sind. Dieses Set besteht aus drei Teilen. Also es ist jetzt ein T5 bis zum GP, zur großen Modellpflege. Was war das? GP? Great Britain. Nee, große... Produktaufwertung. Genau. Genau, so. Also quasi vor Facelift-Modell. Ihr habt einmal dieses Bauteil, das wird eingesetzt, um einen Dienstschacht zu simulieren. Dann haben wir das Deckelprofil. Da brauchen wir jetzt natürlich erstmal nicht, das sieht man sowieso hinterher nicht. Und dann haben wir noch die Frontblende. Und ihr seht jetzt schon, dass das ein ganz anderes Maß hat. Das Spiel hier. Das wäre jetzt die Frontblende, die wird am Fahrzeug verschraubt werden. Die stecken wir jetzt hier drauf. Dann haben wir den direkten Vergleich. Safe, ey. Guck dir das mal an, das ist fast genauso hoch wie das andere Ding. Ey. Gut, jetzt geht das natürlich auch noch weg, das muss man dazu sagen. Ne? Also das wäre, es ist schon krass, es ist schon richtig krass. Es ist, weiß nicht, können die Zuschauer sehen? Arte Drecksdings hier, ey, meine Fresse, echt. Wichs Brennnesseln. Also ihr seht es jetzt, wenn ich das jetzt mal so halte, wie fett eigentlich diese Konsole. Das ist die fette Konsole. Nee, aber ihr seht es jetzt gerade, wir haben hier sogar noch mal ein paar Fächerchen frei für, was weiß ich, was einschalten. Funk einschalten, Unfalldatenschreiber und so weiter, könnten wir theoretisch hier auch einsetzen. Aber ihr seht diese Dimension, es ist halt ultra kompakt. Ist natürlich für mich die Frage, wage ich es einfach mal, ich kann das Ding ja wieder einbauen. Also ich werde diese Konsole jetzt nicht einbauen, weil ich die echt, weiß ich nicht, die ist hier zu groß. Das ist super lieb von Carmai, mir dieses Ding zu schicken, aber... Es ist halt irgendwie hässlich und zu groß. Das ist unübersichtlich in diesem Auto. Zack, wieder drin. Jetzt hätten wir theoretisch hier... Na, selbst die ist schon zu hoch. Dominik! Aber gib mir mal dieses BE da. So, wenn man bedenkt, wir hätten jetzt diese Höhe. Würden das genau mittig setzen. Ja, du kannst eine Aufbaukonsole dafür holen. Ich finde ich aber doof. Ich würde ja schon so gerne ein Gehäuse darüber haben. Ne? So. Ja. Dann haben wir auf jeden Fall, wenn ich halt das mal so gerade... Wenn ich jetzt hier drin sitze, ja, dann kann ich auf jeden Fall immer noch drüber gucken. Und gerade hatte ich ja die komplette Hutze da drauf, das war so ultra fett. Genau, da hast du quasi nur noch den Balken gesehen. Aber jetzt kann ich natürlich ganz easy drüber gucken. Das heißt, wir müssen ein Gehäuse bauen, was genau hier drauf passt. Jetzt ist die Frage, baue ich die andere Konsole ein? Ich bin da immer so ein super genau. Und wenn ich jetzt da anfange, irgendwie mit Glasfaser selbst zu bauen, dann geht das immer in Hose, weil das scheiße aussieht. Die andere Konsole ist geil, aber das Problem ist, die ist zu hoch, ja. Die könntest du zum Beispiel auch zuschneiden, zusammenbasteln und mit Glasfaser versehen. Das wird alles irgendwie prutschig. Du könntest ja auch einfach dieses Ding hier, nimm mal weg einmal, dieses Teil hier, dieses Inlay nochmal bestellen, genau auf den Kopf drehen, dann müsstest du ja fast genau das gleiche Maß haben und dann spachtelst du das Ding einfach zu und dann hättest du das Thema erledigt. Ich weiß nicht, ihr könnt jetzt wieder in die Kommentare schreiben, vielleicht gibt es auch jemanden, der einen Digitaldruck, 3D-Druck beherrscht und ein bisschen CAD-Programme beherrscht, dass man da vielleicht was bauen könnte. Aber das ist nicht wirklich nicht die Lösung. Ich bin enttäuscht. Ich habe mich so gefreut auf dieses Paket, aber für 400 Euro ist es mir nicht wert. Ganz ehrlich, was sagst du? 400 Euro ist zu teuer. Die Schrauben vergessen habe ich. Ja, die machen wir gleich noch rein. Okay. Das hält aber trotzdem alles. Guck mal hier. Das kriegst du nicht ab. Was ich davon halte? Das ist einfach zu teuer. Ist doof, ne? Ist doof. Also kann man machen, definitiv, aber es ist halt... Wenn die wenigstens geil aussehen würde. Ja, also auf dem Foto sah die kleiner aus. Das Problem ist, die ist zu hoch. Da ist ja alles, da kann ich ja hier komplett hier auch noch eine Konsole dran bauen. Hier an der Seite Sachen reinschieben. Oh, die Windschutzscheibe gar nicht mehr. Also ich finde es persönlich ein bisschen zu groß. Vielleicht behalte ich sie, vielleicht kann ich mich damit anfreunden, aber ich glaube, die Lösung ist wirklich das nächste Video, wenn ich eine Konsole komplett aus Einzelteilen baue. So, in diesem Sinne,
würde ich sagen, das war ein kleines, aber feines Update. Ich hätte euch jetzt gerne die Nomatic-Bedieneinheit gezeigt, die ist aber noch nicht da. Also dieses Bedienteil, deswegen müssen wir die ganze Zeit mit diesem Henschpe E600 rumhantieren. Wenn das alles da ist, geht es weiter. Hier geht es übrigens auch weiter. Hier geht es jetzt bald los mit einem Hardtop und diese Schale, diese Plastikschale hier, die muss ausgebaut werden, damit dieses Hardtop auch fixiert werden kann. Das heißt, wir bauen das aus, dann haben wir quasi Blanko, wie das Ding hier. Und da kommt dann letztendlich so ein Rhino-Lack, ich sage immer Rhino-Lack, ne? Raptor-Lack. Raptor-Lack. Einige von euch hatten es immer wieder in die Kommentare geschrieben, Raptor-Lack ist super geil im Offroad-Bereich. Und genau, das werden wir dann hier einsetzen und das gibt es dann auch nochmal als Video. Danke fürs Zuschauen, lasst ein nettes Kommentar da, lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert diesen Kanal und wir sehen uns im nächsten Video, wenn wieder irgendwas Wahnsinniges kommt. Ein kleines, aber feines Update. Jetzt werden bestimmt einige traurig sein, dass ich nur sowas ganz Kurzes gebracht habe, aber meine Videos, ich habe es ja schon mal gesagt, sind immer für die einzelnen Themen. Das heißt, wenn jemand nach einer Amarok-Mittelkonsole sucht, dann findet er dieses Video genau Amarok-Mittelkonsole. Sucht er jetzt zum Beispiel Amarok-Dachträger, dann findet er nur dieses Video bei Amarok-Dachträger. Also ihr versteht, es soll euch auch so ein bisschen helfen beim Umbau und selbst aktiv zu werden. Also, bis später. Ciao.